Deutschland ist im WM-Fieber. Den klaren 4:0-Sieg gegen Australien verfolgten hunderttausende Fans bei den vielen Public Viewings im Land, so wie hier auf dem Olympiaplatz in Berlin. Doch auch in Johannesburg feierten deutsche Fans eine bunte Party mit viel Multikulti-Charakter. Super geile Stimmung hier, die Atmosphäre ist der Hammer. Ich liebe Südafrika, ist nur geil. In Deutschland aber brodelte die Stimmung. In Berlin etwa bejubelten 30.000 Menschen das deutsche Team und ließen Erinnerungen an das Sommermärchen 2006 aufkommen. Dabei ließen die Fans zunächst lange auf sich warten. Das Spiel der deutschen Gruppengegner Ghana gegen Serbien lockte kaum jemanden an. Doch kurz vor Anpfiff des Spiels von Philipp Lahm und Co. strömten die in schwarz-rot-gold gekleideten Fans auf den Platz und verbreiteten Gänsehautstimmung. Sie litten mit. Und sie jubelten oft. Die WM-Trophäe ist zum Greifen nah, zumindest nach Meinung der Fans. Deutschland kommt bis zum Endspiel, ist ja ganz klar. Weltmeisterlich war schon einmal der Autokorso auf dem Berliner Kurfürstendamm.